Ja, Leute, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder. Diesmal nicht von der Zugspitze, sondern mit einem Reisebericht vom Kilimandscharo. Wir haben nämlich mit Nyumbani Safari eine Tour auf den Kilimandscharo gemacht. Ulrike, unser tansanischer Freund Behemo. Wir drei sind vom Machame Gate auf der Machame Route gestartet. Hier rechts unser Tourguide, der Michael, mit dem wir auf den Berg gegangen sind. Links Fadeli, der Chef von Nyumbani Safari, einem kleinen Safari-Unternehmen direkt aus Tansania. Das Machame Gate liegt schon auf 1800 Meter Höhe. Da starten wir. Hier ist das Gate. Ulrike verabschiedet sich noch gerade von dem Ranger. Leider regnet es. Hier, das Gepäck wird gewogen, 20 Kilogramm darf jeder Jumbo! Träger tragen. Jumbo Kilimanjaro, Das Hakuna ist Matata. Matthew, Ole, unser ole. zweiter Hakuna Guide. Matata. Kilimanjaro. Michael, unser Guide. Ja, wir haben uns mit frischem Gras für unsere Bärte ausgerüstet. Die Träger sind hier noch unterwegs. Und schon erreichen wir am Abend unser erstes Camp, das Machame Camp. Innocent gibt Ulrike noch eine kleine Einweisung, was mit dem Gepäck und mit den Stöcken passieren soll. Und am zweiten Tag geht es weiter zum Shira Camp. Leider im Regen hier unterwegs ein Bild. Wir starten also im Shira Camp morgens. Im Machame Camp Richtung Shira Camp. Da sind wir am Abend angekommen. Vorher haben unsere Träger schon die Zelte wieder aufgebaut. Ja, ein kleiner Blick auf den Kilimandscharo. Zwischendurch war immer wolkenverhangen. Man sagt ja, der Kilimandscharo ist etwas scheu, ein Scheuerberg, der sich gerne hinter Wolken versteckt. Aber morgens war hier ganz schönes Wetter. Wir kriegten morgens immer eine Schüssel mit warmem Wasser zum Waschen. Und dann kriegten wir ein ganz tolles Frühstück hier, unser Essenszelt. Englisches Frühstück, da dampft der Kaffee, der Tee, die Pfannkuchen, Toast, Sausages, manchmal Rührei. Also immer ein tolles Frühstück. Wir drei waren mit der ganzen Crew alleine unterwegs. Nach dem Frühstück werden die Zelte abgebaut. Das ist ja so auf der Machame-Route. Man schläft in Zelten und die Träger bauen das alles ab. Und wir gehen inzwischen schon los nach dem Frühstück und zwischendurch holen die Träger uns meistens ein. Alles wird mitgenommen, jeden Tag wieder neu abgewaschen. Die ganzen Reste, Müll, alles wird aufgesammelt. Und hier eine kleine Vorstellung von Michael. Yeah, we know. This is a guide. Hello, Matthew. Yeah, Matthew. How are you? Yeah, after Matthew, my name is Michael Sese, Michael. Yeah, welcome. Then I would like to introduce the chef. Welcome. My name is Gideon. 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 Okay. Are you a Gideon? Gideon. Yeah, this is an animal, the knife. Yeah, this is a chef. Yeah, I hope he's doing the good white line or yeah, yeah. He's cooking good, right? Yeah, this is Mr. Gideon. Mr. He's a chef cook. Gideon. Yeah, yeah. Gideon. He's making delicious food, right? Yeah, he is. Thank you so much. Okay. The second person is a waiter. Cotton Morgan. Cotton Morgan. He's been innocent. 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 Yes. Innocent. Oh, it's a fine name also. This is a waiter. I hope everything you need he is always there. He's very, he's very quickly here. Yeah. Don't be shy as Mount Kilimanjaro.
Fine. Okay, another important person is our tent crew, the man who is carrying this your tent. And when you reach the camp, you find your tent is well settled. In normal land, to be the first person to find a better place for you to sleep. Oh, the best. Venance. Venance. Hello, Venance. 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 Karibuni sana. Asante. Okay. Another person, he's a porter, but he's carrying Hatch's bag. Welcome. Yes. Hello. Oh, Jumbo. Yeah. Jumbo. Nice to meet you guys. Yeah, Jumbo, I've heard already. My name is Lotto. Lotto, hello, Lotto. Kilimanjaro. Sante. The second person, he's a porter, but he's also carrying Eureka's bag. Oh, thank you. My name is Zakayo. Zakayo, hello, yeah. Zakayo. Yes. What's the name? Zakayo. Zakayo. Okay. Yeah, the rest of the people, they are also so important here. Mm-hmm. They are porters, but as the one who are carrying our food, the one who are carrying the cooking gas, okay? The one who collecting water from different stream of Mount Kilimanjaro. They come, they boil the water, they filter the water, they treat the water, and they give it to you, right? Also, when you guys, you go outside of your tent, maybe you are moving for making picture, photo, whatever, but you are not inside your tent. These guys are normally stand outside, whether it's cold or whether it's raining. They protect your tent to make sure nobody can enter inside your tent without permission. Mm-hmm. Okay, so they are so important also in your job. Mm-hmm. So one after another, he will introduce himself so you get to know them. Okay. My name is Salim. 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 Uh-huh. Okay. Jumbo. 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 My name is Hassani. Sunny. Yeah. Sunny. Sunny. Hassani. Yeah. Sunny. Yeah. Sunny. Hello, Hassan. My name is Abdallah. Abdallah. Yeah. Oh yes. Hey, welcome to Yaki Kilimanjaro. Yes. Okay. Waislamu kutoka Arusha jamani. My name is Johnson. Johnson. Hello, Johnson. Johnson. My name is Samuel. Samuel. Samuel, Samuel, yeah. I know Samuel. Samuel. In German, so Samuel too. Eh? Samuel, my name is Joe. Joe? Oh, not Joe. So difficult. I can think about Joe. It. Hello, Joe. Okay. Together, we are making a team of 13 people. 13. So, this is a team which accompany you to make this job to become easier for you. Yes. My parents told me. Say, Uli. You are welcome, Uli. Nice to meet you. Uli. Yeah, and my name is Hartmut. Come again? It's difficult. Hartmut. 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 And I'm very happy to be here on the Kilimanjaro, perhaps on the Kilimanjaro, on the top. My name is Bihemo. I'm from Mwanza actually, but I've been living in Germany. I also feel very privileged to be here with you guys. And I hope in the end we can celebrate together to reach the top of the Mount Kilimanjaro. Son. Yes. We know him since 10, 12 years. Ja, hier war noch schönes Wetter. An diesem Tag aber schon wieder hier in Regenkleidung. Auf dem Weg zum Barranco Camp am dritten Tag gingen wir hier durch diese Steinwüste über den Lava Tower. Das ist so ein Felsberg. Hier sind wir aber nicht geblieben in diesem Camp im Lava Tower, sondern wir sind weitergegangen. Unser Ziel war ja das Barranco Camp. Der Kilimanjaro meist leider wolkenverhangen. Hier so ein kleiner Blick auf den Berg. Ja, und dann geht man hier über so eine Felsenhöhe. Bihemo weiß noch nicht so richtig, zieht er seine Jacke aus oder an. Mal regnet es, dann kommt die Sonne wieder durch. Hier der erste Schnee. In der Nähe des Lava Towers gehen wir durch diese Steinwüste, muss man sagen, ja. Und eben hat der Regen aufgehört. Hier hört ihr ihn schon wieder rauschen. Ulrike war am besten ausgerüstet mit diesem Poncho, der über den Rucksack, das ist ja nur so ein Tagesrucksack, der Hauptrucksack wird ja von den Porters, von den Trägern getragen.
Überall rauscht es, ist es der Regen, sind es irgendwelche Wasserfälle, die rechts und links von den Felsen runter plätschern, Nebel. Also es war nicht so schöne Verhältnisse, wie man sie sich vielleicht vorstellt. Das Wetter wird aber wieder besser. Es wechselt auch ganz schnell. Hier hat der Regen aufgehört, die Sonne kommt ein bisschen raus. Eine absolute Steinwüste an diesem Tag, die wir dadurch queren. Und ja, immer wieder der Blick auf den Kilimandscharo. Da oben wollen wir hin. Ja, und dann geht man von dem Lava Tower, das war so 4600 Meter Höhe, war das schon, runter wieder ein Stück in das sogenannte Barranco Valley. Und hier sehen wir diese ganz besonderen Pflanzen. Riesensenetien, eine, der Biologe sagt, eine glaziale Reliktfauna, die von der Eiszeit übergeblieben sind und sich hier, kälteliebende Pflanzen, die sich hier in Baumgröße, ja, auf den Kilimandscharo zurückgezogen haben. Und hier sehen wir doch tatsächlich ein bisschen blauen Himmel und sehen da den Gletscher oben auf dem Kilimandscharo. Da wollen wir hin, beziehungsweise ganz auf den Gletscher ja nicht. Man kommt da so rechts hoch, one aber team, schon wieder in Wolken. Oh yeah. One dream. Nee. One team. One dream. Ja, und dann ist die Sonne auch schon wieder weg. Da diese Riesensenetien und im Nebel, aber ich glaube, es hat nicht so doll mehr geregnet. Ja, Ulrike hat ihre Regenjacke ausgezogen. Erreichen wir das Barranco Camp, 3900 Meter. Das heißt, wir sind so ein bisschen wieder abgestiegen. Das macht man ja extra. Walk high and sleep low. Also ein bisschen tiefer soll man dann schlafen, um sich besser an die Höhenluft zu gewöhnen. 3900 Meter. Das war dann unsere dritte Nacht im Barranco Camp. Unsere Zelte, wie gesagt, waren immer dann am Nachmittag, wenn wir ankamen, schon aufgebaut. Ja, da haben wir noch einen kleinen Ausflug gemacht, nochmal um ein paar Höhenmeter zu machen, uns um die Höhe zu gewöhnen, dass der Sauerstoffgehalt wird in einem Finger gemessen. Und jetzt sind wir unterwegs zum Karanga Camp am vierten Tag. Es regnet, das Wasser rauscht rechts und links. Hier haben wir noch eine andere Gruppe unterwegs getroffen, aber ansonsten waren wir ziemlich die Einzigen da am Berg. Ja, Michael hat immer geholfen. Die Träger, ja, müssen balancierend, da kommt auch hier die Barranco Wall. Das ist die einzige Stelle, wo man wirklich, na, klettern ist übertrieben, wo man ein bisschen klettern muss, sich zumindest mit den Händen mal festhalten muss. Also wo man wirklich alle Viere braucht. Ansonsten kann man ja eigentlich immer wandern, den Kilimandscharo hoch. Aber hier ist es ziemlich steil. Schroffe Felsen, absolut schroffe Felsen. Und wie gesagt, die Träger müssen damit 20 Kilogramm auf dem Kopf hoch. Ja, Ulrike meint immer, die Männer haben andere Schrittgrößen als Frauen. Stimmt ja auch. Sie müsste sich besser alleine ihre Schritte da suchen. Das stimmt wahrscheinlich auch. Ja. Und ganz bestimmt hätte sie es auch alleine geschafft, wie wir hier auf diesem Bild sehen. Ja, hier ist eine andere Klettergruppe, die uns praktisch überholt. Da war ein Blick zurück auf das Barranco Camp, wo wir morgens gestartet sind. Und es geht weiter in dieser Mondlandschaft. Ja, hier, das ist kein Matsch, der hier so runterfließt. Das ist festes Gestein, Lavagestein. Man kann sich richtig vorstellen, wie das vor ein paar Millionen Jahren da runtergeflossen ist. The top of Barranco. Und das ist der Top of Barranco, die Barranco Wall. Eine absolute Mondlandschaft. Vielleicht auf dem Mars sieht es wahrscheinlich auch ähnlich aus. Wasserrinnen, die rauschendes Regenwasser da in die Erde richtige Furchen reingemacht hat.
eine absolut wilde Gegend. Felsen, ein paar letzte Pflanzen, schroffe Felsen. Bless you. Bless you. Überall rauscht Wasser runter, also ja, das ist die Barranco Wall, die wir hier übersteigen. Man soll viel trinken, ja, das war nur unsere Trinkflasche, diese Plastikflasche. Wir haben jeden Morgen 2-3 Liter Trinkwasser bekommen. Hier wieder unser Michael hilft. Ulrike wäre auch alleine rübergekommen. Ja, allerdings abends hier im Zelt waren wir doch alle ein bisschen kaputt. Die Sachen haben wir dann so ein bisschen zum Trocknen aufgehängt. Ja, und nächsten Tag, das war, wie gesagt, das Karanga Camp, wo wir eine extra Nacht gemacht haben. Manche Leute gehen da gleich durch weiter zum Basiscamp. Und nächsten Morgen, wir stehen auf, wir trauten unseren Augen kaum. Hier nochmal ein Blick in unser Zelt. Ja, wir trauten unseren Augen kaum. Hier unsere Waschschüssel, wir kamen raus. Und was sehen wir? Morgens strahlend blauer Himmel, die Sonne strahlt den Kilimandscharo vor unseren Augen an. Hier der Blick nach Süden. Wir kommen ja, der Blick nach Norden, wir kommen ja vom Süden. Und rechts der Blick Richtung aufgehende Sonne nach Osten. Wie gesagt, wir kommen von Süden und wandern Richtung Norden. Immer auf den Berg zu. Und bei so einem Wetter kommt natürlich Ulrike auch gerne raus. Und dann haben wir morgens unser Frühstück gekriegt, wie immer, jeden Morgen. Hier Richtung Osten, Richtung aufgehende Sonne. Wir sind immer so um 6, 6:30 geweckt worden. Hier mit Behemo setze ich mich in die Sonne und gucke mir den Kilimandscharo an. Und wir wollten gerade frühstücken in unserem Zelt. Da ist unser Frühstück aufgebaut. Da kommt Lotto. We want to take this table out, like right out. Yeah. Okay. Ja, Lotto schlägt vor, wir sollten im Freien frühstücken. Natürlich eine tolle Idee. Haben wir den Tisch rausgestellt und mit Blick auf den Kilimandscharo. Hier unser tolles Frühstück. Haben wir dann gefrühstückt. Yeah. This is our breakfast. Okay. Pancake. Yep. Eggs. With potato. Fried potato. Okay. With some sausage. What's that? Pineapple. Oh yes. Everything for breakfast. You are welcome. This is for breakfast. Birthday, just for breakfast. Only for you know breakfast. You go higher. Yes. Hard exercise. Yeah. You need to eat as much as you can. Yeah. Yes. Thank you very much. Karibu sana. Ja, mit so einem Frühstück und so einer guten Laune von Lotto kann natürlich nichts schief gehen. Messi war immer gut drauf. Wie gesagt, das Ritual jeden Morgen, alles wird eingesammelt, die Zelte werden abgebaut und leider ziehen schon wieder Wolken auf und der Kilimandscharo verhüllt sich schon wieder in Wolken. Hier stand unser Zelt.
Ulrike, natürlich immer hier, das ist immer eine gute Idee. Mit der Powerbank lädt sie noch ihr Handy auf und die Rucksäcke werden verstaut, die Schlafsäcke werden verstaut. Aber die Träger waren immer gut drauf. Hier unsere Crew. 9 Träger, allein für uns 3 und 2 Köche und 2 Guides. Der Tisch wird zusammengeklappt. Und wir sind inzwischen schon losgegangen und leider wird das Wetter wieder schlechter. Hier regnet es noch nicht, aber Nebel zieht auf. Ihr seht, wir gehen immer langsamer. Pole, Pole heißt es ja. Am Kilimandscharo langsam, langsam. Ja, ziehen wir jetzt hier wieder Regensachen an oder aus? Das ging immer so durcheinander. Hello. Matthew, Matthew. Matthew is always laughing. Ja, und das war dann der Weg zu unserem Basiscamp. Durch diese Felsenlandschaft, natürlich keine Vegetation mehr hier oben. Und langsam gehen, das ist wichtig wegen der dünnen Luft. Und dann kommen wir auf diesem Barafu Camp an, das Basiscamp, von dem wir dann nachts ja schon weiter los wollen auf den Gipfel. Und die Zelte sehen hier schon eingeschneit aus. Matthew gibt noch ein paar Anweisungen, wie das heute um Mitternacht weitergeht. Was wir anziehen sollen, erklärt Michael nochmal. Ja, yeah. Oh. Very good. Strong woman, sagt Michael. Ulrike meint, sie müsste noch zum Friseur. How are you? Lord, very good. I'm sorry. When I was coming up, I fall down. Yeah. So then the bottle of tomato sauce busted. Broken on the bag. Broken so. On the bag. So you see? Oh, so, outside. But it's only outside. Outside. Oh, it's okay, sir. Only outside, no problem. Inside. And now we have no tomato sauce. Ja, und dann verschlechtern sich die Verhältnisse, dass der Blick aus dem Zelt so gegen Abend. Der Regen geht in Schnee über. Hier sind natürlich noch am Basiscamp noch viele andere Zelte. Also hier waren noch mehrere andere Zelte. Ein paar Träger kommen erst noch. Andere haben schon die Zelte aufgebaut. Und es schneit immer mehr. Und das ist der Abend, wo wir gegen Mitternacht ja schon weiter wollen, zum Gipfel hoch. Das ist unsere letzte Mahlzeit, ist gut, Henkers Mahlzeit, unser Abendessen. Und dann haben wir uns noch ein paar Stunden hingelegt, so bis abends um 11 Uhr. Und dann wurden wir geweckt, weil man um Mitternacht losgeht von diesem Basiscamp. Das ist jetzt so gegen Abend, vielleicht 6 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang. Da sind also schon eine ganze Menge Zelte von anderen Gruppen. Das ist hier unser Essenszelt. Und das sind unsere beiden Schlafzelte für Behemo und für Ulrike und mich. Und wir stehen jetzt hier inzwischen im Schnee. Das heißt, wir hatten nicht so gute Bedingungen, wie man sie sich vielleicht sonst wünscht. Barafu Camp, 4600 Meter. Zum Stellar Point sind es noch 6 Stunden, bis zum Gipfel sind es 7 Stunden. Uru Peak wird hier aufgeführt. Da wollen wir also jetzt praktisch nachts hin und wir müssen auch noch in der gleichen Nacht wieder zurück. Deshalb geht man mitternachts, um Mitternacht schon los. So dass die sogenannte, ja, weiß nicht, ist die Henkers Mahlzeit. Um 11 Uhr haben wir nochmal
warme Suppe gegessen und um 23.30 Uhr geht's los. Und ich habe jetzt wenig Aufnahmen hier von unserem Aufstieg nachts, so ab Mitternacht. Ja, und das ist unser Foto auf dem Stellar Point. 5700 Congratulations. Stellar Point 5756 Meter. Bis dahin sind wir gegangen und das ist unser Foto von da oben. Und dann sind wir, Ulrike und ich, wieder umgekehrt und hier geht die Sonne gerade auf. Da sind wir schon auf dem Rückweg. Bihemo ist noch eine Stunde weitergegangen bis zum Uru Peak 5895 Meter und ist dann später zurückgekommen. Und hier sind wir wieder beim Abstieg durch den tiefen Schnee. Es hat die ganze Zeit geschneit. Ein bisschen so 30 cm Schnee gefallen. Ja. Nika ist gut drauf. Ulrike und ich nicht ganz so fit mehr. Ja, dann kommen wir runter zu unserem Basecamp. Alles tief eingeschneit, die Zelte, wo wir um Mitternacht losgegangen sind. Und wir müssen ja noch den ganzen Tag weiter runter, weil man bleibt nicht in diesem Basiscamp. Hier gehen noch ein paar Leute weiter erst hoch. Vielleicht haben die den Schnee noch abgewartet. Ich weiß es nicht. Und wir mussten dann an dem gleichen Tag noch weiter runter zum Weka Camp. Hier sind wir schon auf dem Weg unten. Das ist immer noch der gleiche Nachmittag. Hier die Kilimanjaro-Taxis. Wenn einem es oben nicht gut geht, dann wird man mit diesen Rollwagen da so praktisch runtergerollt. Und hier sind wir schon am letzten Tag zum Moeka Camp. Gehen wir wieder hier letzte Tag durch den Regenwald. Das kennen wir ja schon. Da sind wir den ersten Tag auch hochgekommen. Also jetzt aber eine andere Strecke. Das ist eine andere Strecke, der Abschied. Und diese beiden Affen hier, die haben sich gedacht, oh Gott, was soll ich da oben im Schnee? Machen wir uns hier unten das gemütlich und dann ersparen wir uns den ganzen Weg dahin. Ja, und dann kommen wir beim Mweka Camp an, Ulrike und Bihemo. Und da wartet schon Fadili mit seinem Safari-Jeep hier links. Fadili und unsere Träger sind schon unten mit dem Gepäck. Und es wird dann alles ins Auto eingeladen. Das Mweka Gate, wo wir rausgehen. Ja, es wird natürlich abgeklatscht und gefeiert. 20. Ja, also es war am Tag bei der Valentine's Day, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Man soll sich in Afrika ja nicht öffentlich küssen, aber unsere Träger fanden das ganz gut. Okay, Mr. Hartmund, Sascha? Ja? Float again. Lauter. Thank you. Nein, Nickel. Nickel. Uli. Das ist wie immer die Masse. 5 Minuten. Ja, Michael hält noch eine kleine Abschiedsrede. Thank you for coming. I will say thank you also. I'm very happy to spend the last week with you and with your team and to make it possible that we climb up to the Kilimanjaro. Our friends, who are travelers too,
and I spoke with some of you about the political conditions. Mr. Schroeter. Okay. Mouse to mouse propaganda, okay? Yeah, yeah. Oh, of course, you said. Yeah. I promise. Yeah, mouse to mouse propaganda, das versuche ich so ein bisschen hier mit dem Film. They did a very tough and great job. I have been in contact with them each day. Und Fadili erzählt noch ein bisschen, dass er jeden Tag Kontakt hatte, ob irgendwas Besonderes vorgefallen ist. Nyumbani Safari, da findet man alle Informationen. Und mit Fadili und mit dem Jeep haben Ulrike und ich ja noch danach eine Tour durch die Serengeti gemacht. Das findet ihr auf dem Film ebenfalls, auf dem nächsten Film, durch die Serengeti mit Nyumbani Safari, wo wir mit Fadili und einem Fahrer, Ulrike und ich, die Serengeti